Nach Batman wie Superman sitzen wir ein weiteres Mal hier und reden über einen DC-Film. Nicht wahr? Ja. Das ist jetzt Suicide Squad. Und ob das funktioniert, sehen wir, wenn das Licht angeht. Sebastian. Kevin. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, deswegen fängst du an. Das Problem ist, ich weiß auch nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Okay, ganz kurz Story? Ja, du? Ganz kurz Story. Suicide Squad ist ein Team aus den Ultra-Bösewichten. So kann man das sagen. Und die amerikanische Regierung hat sich gedacht, alles klar, wir nehmen jetzt die Bösen, um uns zu helfen und erpressen die so, damit die Sachen für uns machen. Weil das nicht so schlimm, wenn die tot gehen. Ist grundsätzlich eine coole Story. Ja, man kann nicht neutral anfangen, darüber zu reden. Es hätte grundsätzlich eine coole Story sein können. So, und okay, wir haben jetzt diese Vereinigung Task Force X von Amanda Waller gegründet. Oder sie will das gründen. Mit Bösen, die vorher im Knast saßen und die sollen etwas tun, falls etwas Böses passiert. Genau. Wobei sie eventuell sterben könnten. Eine Suicide Mission quasi. Deswegen heißen sie auch das Suicide Squad. Mehr Story hat dieser Film kaum. Ja. Böse gesagt. Lass uns mal drüber sprechen. Wir werden wahrscheinlich spoilern. Der Film ist jetzt schon einige Zeit draußen. Mike guckt gerade traurig, weil er ihn noch nicht gesehen hat. Ist nicht schlimm. Die Spoiler werden euch nicht den Spaß am Film nehmen, denn ich hatte kaum welchen. Ja, ich habe. Und das ist total traurig, weil wir haben über Batman wie Superman geredet, was für mich ein toller Film ist. Ich habe, ja, muss man dazu sagen, den Director's Cut gesehen vor einiger Zeit, der brillant ist. Halbe Stunde mehr bringt dem Film so viel mehr. Jeder sollte das nochmal tun. Die Erwartungen bei Suicide Squad waren unfassbar hoch. Die Erwartungen waren hoch, vor allem nach einem sehr, sehr coolen Trailer. Ja, okay. Also der Trailer war vom Stil halt. Der Trailer hat so den Stil vorgegeben, den der Film hätte treffen oder können. Ja, das hätte Problem, treffen können. Aber da fängt es doch schon sollen an. Ich möchte da schon anfangen. Ja. Der Film, gehen wir mal komplett rein. Es wird gleich richtig, richtig böse hier. Oh ja. Ich bin auch enttäuscht, muss man sagen. Ich habe schon nicht viel erwartet, aber das, was ich bekommen habe, war noch schlechter als das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Mhm. Du warst, muss man sagen, vorher drin in der Pressevorführung. Ja. Ich war dann privat drin und du hast da schon gesagt, Leute, der Film ist jetzt nicht wirklich gut. Naja. So. Ich war ein bisschen direkter, glaube ich. Das stimmt. Aber vor der Kamera wollen wir das nicht sagen. Fangen wir mal da an. Der Film ist weder das eine noch das andere. Und das meine ich jetzt vollkommen ehrlich. Ja. Ich habe das Gefühl, also erstens mal, die zweite Hälfte vom Film fand ich besser als die erste. Weil die erste Hälfte ist ein reines, also du musst mich berichtigen, wenn du was anders siehst, ist ein reines Chaos. Nicht eine einzige Tonalität, die dieser Film in irgendeiner Minute mal kurz ankratzt, wird durchgezogen, wird richtig etabliert oder da bleibt der Film. Und das ist das erste große. Also ich finde, ja, der Film hat so zwei oder drei vielleicht sehr große Fehler. Das ist das erste Problem. Der ist total zusammengestückelt, dass man halt, das geht so weit, dass man die ganze Zeit von Moment zu Moment springt, von Bild zu Bild springt, dauernd einen neuen Charakter vorgestellt bekommt, aber nie eine richtige Szene bekommt, wo mal was passiert, wo man mal sich Charaktere unterhalten, sondern es ist eine Grafikschlacht schon fast. Gerade am Anfang, wenn die Charaktere vorgestellt werden, das ist wirklich eine Grafikschlacht. Und selbst das, es war Charakter 1 wird vorgeführt, dann gibt es ein cooles Logo, in seiner eigenen Schrift, in sein eigenes Logo, bam, pff, dann kommen so Sachen reingeschmissen, so Sätze wie, hatten da und damit zu tun, die sind so schnell weg, die das kann kein Mensch lesen. Viel zu viel, das konnte man nicht lesen. Ja, und dann kommt eine Szene und dann weißt du, okay, das ist jetzt der. Und das machen sie mit jedem einzelnen Charakter, bis auf einem Slipknot, der einfach nicht vorgestellt wird, aber plötzlich dabei ist. Und Katana, die wird auch nicht eingeführt, sondern die ist einfach da, um auf Rick Flag aufzupassen. Wer ist Rick Flag? Der Anführer der Suicide Squad. Es macht keinen Sinn, es ist egal. Interessant am Film ist, von Anfang an wird etabliert Will Smith als Deadshot, der in meinen Augen sehr gut funktioniert hat. Ein Pluspunkt des Films. Ist so quasi der Leader und der Führer, der Träger des Films, würde ich sagen. Ja, neben Margot Robbie halt. Die den, also wir haben, wenn wir eine Hauptcharaktere haben, dann am ehesten die zwei. Ja, das stimmt. Das Problem ist aber, dass halt alle anderen Schauspieler
auf die gleiche Höhe gestellt werden und nicht darunter gesetzt werden und Nebencharaktere sind, sondern dass fast alle als Hauptcharakter behandelt werden. Und so werden und das sie funktioniert bei 6 oder 7 oder was auch immer Leuten halt überhaupt aber nicht. So, ja, und selbst das wusste Tarantino nämlich zum Beispiel. Wir machen jetzt einen ganz komischen Vergleich, ja. Aber wenn wir uns erinnern an Inglourious Basterds, hat er nur einen einzigen Charakter vorgestellt in dieser Art und Weise. Und das war Hugo Stieglitz, Til Schweiger damals, den er nach einem gesprochenen Satz abschießen lassen hat. Das ist Ironie, meine Freunde. Ja. So. Ja. David Ayer, Regisseur von Suicide Squad, versteht die nicht und denkt sich, ich stelle mir hier alle mega geil vor, was ich total Kraut- und Rübenmäßig fand. Die Motivation von Amanda Waller als Leiterin quasi dieses neuen Trupps ist mir unbegreiflich. Sie sagt, es ist einfach schlecht dargestellt. Es ist nicht der schlechteste Charakter in dem ganzen Film, für mich. Ich fand ihn, ja doch, okay, wenn man jetzt von Slipknot absieht, der kurz für 5 Minuten da ist. Es gibt sehr viele schlechte Charaktere in diesem Film. Mhm. Aber die finde ich schon mit, die ist einfach komplett unsympathisch und es macht irgendwie keinen Sinn. Es fühlt sich so... Ja, du musst aber auch sagen, es sind nicht im Kern schlechte Charaktere. Ich finde es schlechte Interpretationen und Umsetzungen der Charaktere. Ja, ja, klar. Selbst Will Smith als Deadshot, der finde ich wirklich gut funktioniert. Das ist der Einzige, der mal eine emotionale Komponente irgendwann mal mit reinbringt. Unabhängig davon, ob die aufgefropft wirkt oder nicht. Aber er ist der Einzige, der eine emotionale und eine moralische Komponente reinbringt. Die gut funktioniert, weil Will Smith einfach gut spielt. Aber auch Will Smith im Anzug von Deadshot sieht verkleidet aus. Mann, ja, ja. Also, ja, das stimmt. Es ist so viel an diesem Film, wo man ansetzen kann. Der Joker. Ach. Ich mochte Jared Leto als den Joker, weil eine Herangehensweise in diesem Film an den Tag gelegt wird, wo der Joker als Gangster-Boss gezeigt wird und nicht als Lonesome Rider-Anarcho-Typ. Ja, ja. Sondern als natürlich Wahnsinnigen, aber als Wahnsinniger Mafia-Boss. Genau. So. Und das ist ein interessanter Herangehensweise. Das ist der interessante Aspekt an dem, den Clubgänger, Gangster-Boss, der die 1000 Ringe trägt und in den Strip-Schuppen rumhängt, den finde ich absolut unpassend. Ja, okay. Das passt einfach nicht zu dem Charakter. Ja, okay. Aber die, ich wurde das Gefühl nicht los, während ich den Film geguckt habe, hätte ich viel lieber einen Joker- und Harley-Film gesehen, ja, als einen Suicide Squad. Das hätte dieser Film auch sein können und sollen. Ja. So auch von dem, was im Vorhinein versprochen wurde, hätte man ja eigentlich gedacht, okay, wir haben das Suicide Squad, das wird zusammengestellt und der Böse im Film ist der Joker. Mm. Und der Joker reißt die Welt ab und das Suicide Squad muss irgendwas dagegen tun, aber Harley Quinn ist dabei und so. Es sind viel zu wenig Szenen. Das ist leider überhaupt nicht so. Der Joker ist einfach nur dabei, so ungefähr. Wenn überhaupt. Meistens nur in Rückblenden. Ja. Aber die Rückblenden, die wir sehen, zum Beispiel Harley, die noch als Dr. Harleen Quinzel vor ihm sitzt und ihn versucht zu therapieren, die dann langsam in diesen Wahnsinn abgleitet, das ist eine total interessante Geschichte. Und von der Grundprämisse her ja, aber es wird, finde ich, auch hier wieder nicht weit genug ausgeführt. Genau, aber das meine ich ja. Das meine ich mit, ich hätte viel lieber einen Film darum gesehen, als diesen Schnipsel, der uns im Grunde genommen nichts sagt, weil der Joker nichts bedeutet in diesem Film. Gar nichts. Nicht. Und das ist so schlimm, ey. Man muss sich das mal vorstellen. Ja. Der Anfang vom Film zeigt uns, dass Amanda Waller diese Taskforce gründen will. Ja. Aus keinem Grund. Sie sagt, wenn irgendwann etwas Böses passiert, dann möchte ich, dass die aktiviert werden. Wir haben keine Grundlage von irgendeiner Story. So, das füllt aber die ersten 15, 20 Minuten, sagen wir mal. 15 Minuten locker, bis sie uns diese ganze mit ihrem geilen Logos und ja, wir sind so mega geil, ich bin Harley Quinn, ich tanze in einem Käfig rum. Genau. Genau. So, das ist vorbei. Wir haben keine Grundlage von der Story, keine. Dann passiert irgendwann was mit der Enchantress, die, ganz ehrlich, ich mag Cara Delevingne, eine sehr hübsche Frau. Ja. Aber, und ich glaube auch, dass sie gut spielen kann, aber die Enchantress in diesem Film ist ein absoluter Witz. Wirklich. Ja. Wie sie erst von der, das ist die erste der Taskforce, zu, oh Gott, jetzt ist sie die Oberböse. Ja. Ganz ehrlich, das geht innerhalb von 2 Minuten. Und Rick Flag, oh, ich liebe diese Frau. Warum? Warum? Wir haben keine einzige Szene gesehen, warum Rick Flag mit ihr zusammen ist. Dann ist sie weg, weil sie weg ist und was Böses tut. Und ihn interessiert es einen Scheißdreck. Außer in einer Szene zwischendurch, da steht er da und sagt, ich bin so traurig, weil sie weg ist. Das hätte ich spielen können. Und das Schlimme ist, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eigentlich die Grundmotivation hinter diesem Film.
Hinter allem. Genau, weil das, da wollte ich drauf hinaus. Es gibt keine Basis der Grundlage, sondern am Anfang erzählen sie uns lose, dass dieses Suicide Squad erstellt werden soll. Genau. Dann passiert etwas und daraufhin werden sie erst aktiviert. Bis ich das verstanden habe, weil ich am Anfang dachte, was ist denn hier die Geschichte? Warum wollen sie die denn haben? Da verging erstmal ein paar Minuten. Und dann gehen wir ab der Mitte des Films, das ist bestimmt nach 20, 25 Minuten, schon auf den Endfight des Films hinzu. Weil sie gehen ja schon in die Stadt. Ja, ja. Das heißt, da, in dem Moment weißt du als Zuschauer, da kann nicht mehr kommen. So, weißt du, was ich meine? Und die Gegner. Oh Gott, fange ich erst mit den Gegnern an. Diese komischen Wabbelgesichter. Hör auf. Das ist halt das. Das ist der zweite große Fehler, finde ich, als Suicide Squad. Wir sind schon bei 10 Minuten, wir müssen ein wenig. Der zweite große Fehler. Gibt es hier maximale Aufnahmezeit in der Kamera? Ja, 20 Minuten. 20? Ja. Gib Gas. Der zweite große Fehler an diesem Film ist, dass wir bei Suicide Squad theoretisch einen Film sehen wollen, in dem die Bösen was Böses machen. Mhm. So, in diesem Film werden aber die Bösen genommen und in eine Quarantänezone gesteckt und dürfen dann Avengers-mäßig die ganze Stadt kaputt machen, Aliens töten und dann ist vorbei. Ja. Das Böseste, was sie machen, ist, während sie zusammengestellt werden und aus ihren Käfigen rauskommen, mal einem Wächter eine verpassen und Margot Robbie klaut eine Handtasche. Oh nein, diese Szene. Diese Szene. Ist das Böseste, ganz ehrlich, das war das Schlimmste. Das fand ich schon im Trailer scheiße. Ja. Als im Trailer dieses, wir sind die Bösen, wir machen sowas. Entschuldigung, wer schreibt denn so eine Scheiße? Ganz ehrlich, die Dialoge in diesem Film sind eine absolute Katastrophe. Ja. Wir sind hier wieder auf Superhelden-Niveau von Fantastic Four. Ja. Es tut mir total leid. Das hat das DC-Universum einfach nicht verdient. Wirklich. Nee. Da gab es interessante Aspekte. Joker interessant, würde ich gerne viel mehr von sehen. Deadshot kann ich mir vorstellen, wird nochmal eingebaut irgendwo und kann sehr gut funktionieren. Das als Film alleine funktioniert 0-10. Und das ist total schade, weil das Potenzial, was ich in Suicide Squad sehe, sehr, sehr hoch ist. Ja, eben. Und hier, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, kommen wir zur Einmischung vom Studio, von Warner Brothers. Genau. Die gesagt haben, dass die Reviews und die Annahme von Batman wie Superman in der breiten Masse schien denen so negativ zu sein, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt einschreiten, damit Suicide Squad geil wird. Und das merkst du an allen Ecken und Enden. Ich sehe vor mir, wie sie eine Konferenz haben und irgendeiner von Warner Brothers da sitzt und die haben so ein Testscreening vom Film und David Ayer, Regisseur, sagt, hier hast du meine Idee mega geil. So, dann ist diese Version vielleicht ganz geil. So, kann man ja sein, weiß man nicht. Und dann sitzt da Captain Warner Brothers und sagt, ne, da am Anfang, guck doch mal, wie die das bei Guardians gemacht haben, wir machen das jetzt genauso. Und da muss Eminem rein. Da muss Queen rein und hier muss der Soundtrack. Witzige andere Stimme. Nicht ein einziges Lied hat für mich funktioniert. Ich darf nicht anfangen von diesem Soundtrack. Es ist eine Katastrophe. In Guardians of the Galaxy als Vergleich, für alle, die den gesehen haben und Suicide Squad noch nicht, oder Suicide Squad gesehen haben und nicht genau wissen, finde ich den jetzt geil oder mega scheiße. Die Idee der Musik in Guardians of the Galaxy hat von Anfang an einen Sinn. Ja. Von Anfang an eine emotionale Komponente mit dem Tape von seiner Mutter. Genau. Mit dem immer wieder abspielen, selbst die Szene, wo er Gamora die Kopfhörer aufsetzt, das hat so viel Charakter, es hat einfach Sinn Hintergrund. Gemacht und er passt vor allem zusammen, der Soundtrack. Ja. Hier bei Suicide Squad sind die einfach so ungefähr die Charts durchgegangen und haben die ersten genommen. So, die ersten fünf genommen. Und das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und das glaube ich nämlich, dass beim Studio, die haben gesagt, okay, wir brauchen, der Suicide Squad muss mehr für die breite Masse sein. Mm. Krass, die Trailer kamen richtig gut an. Mm. Der Film muss so werden wie die Trailer. Mm. Was aber für einen Trailer funktioniert, funktioniert nicht für einen Film. Jeder kann dir einen geilen Trailer cutten, wenn du ihm genug Geld gibst. Jeder, zu jedem Film. Ja. Aus der seltsame Fall des Benjamin Button kann ein richtig geiler Film gemacht werden in 3 Minuten. Ehrlich. Ja. Das macht den 5 Stunden furchtbaren Film wieder wett. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ich wollte nochmal mein Hauptproblem von diesem Film, was ich sofort gemerkt habe, wir kommen gleich zum Ende, Mike schwitzt schon nervös hinter der Kamera und winkt. Bevor wir zum Schluss kommen, muss ich nochmal sagen, mein größtes Problem, was ich sofort gemerkt habe, ich kenne mich selber gut genug, wenn ich einen Film gucke und ich habe ab einer bestimmten Zeit im Film drin, noch nicht das Gefühl, ja, jetzt wird's cool. Ja. Sondern dieser Moment so, okay, wann kommt's denn? Oh shit. Ich finde es immer noch nicht geil. Weißt du, was ich meine? Dann denke ich, und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich denke, nee, okay. Ja.
Das ist so dieser Point of No Return, ab jetzt wird es nicht mehr geil hier. Und das habe ich bei Suicide Squad irgendwann dann relativ schnell gehabt. Plus mich hat wirklich am meisten diese Doppelmoral, diese doppelte Tonalität des Films gestört. Es gibt sehr, sehr ruhige Szenen. Mhm. Es gibt die Szene in der Bar zum Beispiel, ist, finde ich, die beste Szene des gesamten Films. Ja, das ist endlich auch mal eine Szene. Absolut. Und da lernst du auch mal, da ist das Writing selbst gar nicht so schlecht, der Charakter. Ganz okay. Ja. Aber dieser Mischmasch aus cool, Guardians-mäßig, funky und ernst, böse, eigentlich wollen wir einen 18er-Film machen, hat überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Null. Und dieses Potenzial ist sehr groß. Ihr merkt, ich reg mich sehr auf. Dieses DC-Universum liegt mir sehr am Herzen, ja, weil Batman wie Superman fantastisch war. Wir müssen schneller reden, weil gleich ist das Tape zu Ende. Das Magnetband. Das Magnetband. David Ayer hat schon gesagt, er wird keine Director's Cut Edition auf Blu-ray rausbringen. Das heißt, wir werden diesen Film niemals in der Version sehen, die er haben wollte. Beabsichtigt. Ja. Das ist doppelt schade. Das ist sehr Empfiehlst schade. Du diesen Film zu gucken, Sebastian? Nein. Ich auch nicht. Hast du, gibt's welche, hast du, also aus dem Stegreif eine Wertung, Punktestand 0 bis 5 Punkte? Zwei. Was hast du bei Letterboxd gegeben? 2,5, glaube ich. 1,5, Endcard. Ich habe mich langsam gefangen. Ich wollte natürlich sagen, natürlich kann man sich diesen Film angucken, weil man sich natürlich eine Meinung bilden möchte, wenn man am DC... Und ganz kurz, habe ich eben noch nicht gesagt, ganz schnell in der Endcard, oh mein Gott, die Verbindungen zwischen dem DC-Universum fand ich auch in dem Film geil. Die Mid-Credit-Szene ist geil und so ein paar Cameo-Auftritte, ich will jetzt nichts spoilern, aber die sind ganz geil. Sebastian fand das nicht, aber er hat auch nicht so die Ahnung von Filmen. Wir sind bei Letterboxd vertreten, haben wir eben gesagt. Sebastian, was ist das für eine Plattform? Das ist eine Plattform für Filmfans und Filmfans. Du kannst praktisch ein Tagebuch anlegen und deine Filme loggen sozusagen. Du kannst angeben, wann hast du welchen Film gesehen, du kannst Reviews dazu machen. Okay, stopp, die Endcard wird zu lang. Das war richtig. Wir sind beide auf Letterboxd, unsere Accounts und Mike auch, sind unten in der Beschreibung drin. Unten könnt ihr Videos klicken, die wir gucken können, von Fortzocker bestimmt, weil wir da mit unseren Gaming-Inhalten sind, das müssen wir immer wieder sagen. Ansonsten viel Spaß bei Suicide Squad oder auch nicht. Wir sehen uns nächstes Mal. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören, weil gleich explodiert die Kamera. Tschüss, Sepp.